Unter der Führung der Staatsanwaltschaft Osnabrück gelang der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück am Donnerstagmorgen ein empfindlicher Schlag gegen eine mutmaßliche Drogenhändlerbande, die seit mehreren Jahren aktiv war. Unterstützt wurden die Ermittler dabei von zahlreichen Einsatzkräften. Neben Kollegen aus NRW beteiligten sich unter anderem auch niedersächsische Spezialeinheiten, Rauschgift- und Bargeldspürhunde sowie zahlreiche Beamtinnen und Beamte aus der Zentralen Polizeidirektion Hannover an der groß angelegten Durchsuchungsaktion in Niedersachsen und NRW. Diverse Drogen wie Marihuana konnten beschlagnahmt werden. Neben den zahlreichen Beweismitteln beschlagnahmten die Ermittler einen Schreckschussrevolver, 21 hochwertige Uhren und Schmuck, gefälschte Zertifikate für Gewerbeanmeldungen, digitale Datenträger, illegale Messer, einen Taser und einen Schlagring. Auch wurde ein Baseballschläger gefunden, der griffbereit neben der Hauseingangstür stand. Zudem wurden rund 900 Schuss echte Munition, darunter Kriegsmunition für eine Kalaschnikow, entdeckt. Hinzu kommt noch Bargeld in Höhe von 30.000 Euro sowie andere Vermögenswerte. Oder? Gut.